Liebe Geschwister, der Gelehrte Ibn al-Qayyim sagt, manchmal erlaubt Allah der Erde aufzuatmen, sodass starke Erdbeben entstehen. Dadurch entstehen bei den Dienern Furcht, Ehrfurcht, Reue, Abkehr von Sünden und Flehen zu Allah, so wie es einige der Vorfahren sagten, als die Erde bebte. Sie sagten, euer Herr fordert euch zur Reue auf. Allah ist weise und allwissend in seinem Beschluss und seiner Bestimmung. Er ist weise und allwissend in seinen Befehlen und seiner Gesetzgebung. Er erschafft, was er will an Zeichen und bestimmt sie, um seine Diener zu ängstigen und sie an das zu erinnern, was ihnen ihm gegenüber obliegt, und sie vor seiner Strafe und dem Ungehorsam gegen seinen Befehl zu warnen, wie Allah Ta'ala sagt, und wir senden die Zeichen nur, um zu warnen. Und er sagt, wir werden ihnen unsere Zeichen überall im Universum zeigen und in ihnen selbst, bis ihnen klar wird, dass dies die Wahrheit ist. Jabir ibn Abdullah berichtet, wie es bei Al-Bukhari überliefert wird, dass der Gesandte Allahs Folgendes zu sagen pflegte, als diese Verse offenbart worden sind. Die Aussage Allahs, sprich, er ist fähig, schwere Strafe von oben auf euch herabzusenden. Daraufhin sagte er, ich suche Schutz, Zuflucht bei deinem Angesicht. Und als er dann offenbarte, oder von unter euren Füßen, sagte er, ich suche Schutz und Zuflucht bei deinem Angesicht. Zweifellos sind die Erdbeben, Erdrutsche und Überschwemmungen in diesen Tagen Teil der Zeichen Allah Ta'alas, mit denen Allah seine Diener ermahnt. Alles, was in diesem Sein und diesem Kosmos geschieht, von Erdbeben und anderen Dingen, die die Diener, die die Menschen plagen, ihnen Schaden zufügen, sind Prüfungen und Läuterungen, Warnungen und Ermahnungen, wie Allah Ta'ala sagt, was euch an Unglück trifft, das habt ihr durch euer eigenes Handeln verdient, und er vergibt vieles. Und Allah Ta'ala sagt, was dir an Gutem widerfährt, das kommt von Allah. Und was dir an Bösem widerfährt, das kommt von dir selbst verursacht. Und er, der Erhabene, sagt über vergangene Völker, so ergriffen wir sie für ihre Sünden. Unter ihnen waren solche, auf die wir einen Sandsturm sandten, und solche, die der Schrei ereilte, und solche, deren Land wir in die Erde versinken ließen, und solche, die wir ertränkten. Allah tat ihnen kein Unrecht, doch sie taten sich selbst Unrecht. Es ist die Pflicht eines jeden Mündigen, zu Allah umzukehren, seiner Leitung zu folgen und sich von allem fernzuhalten, was er verboten hat, wie Allah Ta'ala sagt. Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und Gottes Furcht geübt hätten, hätten wir ihnen Segnungen vom Himmel und von der Erde gegeben. Doch sie leugneten, also ergriffen wir sie für das, was sie sich erworben hatten. Und er sagt, meinen wohl die Leute der Städte, dass unsere Strafe nicht bei Nacht über sie kommen würde, während sie schlafen? Oder meinen sie, unsere Strafe komme nicht am helllichten Tag über sie, während sie spielen? Denken sie sich sicher vor dem Plan Allahs? Nur die Verlierer fühlen sich sicher vor Allahs Plan. Zur Zeit von Umar radiallahu anhu erbebte die Stadt Al-Madina. So hielt er ihnen eine Ansprache und ermahnte sie und sagte, Leute, Menschen, dieses Erdbeben geschieht nur wegen etwas, das ihr angestellt habt, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Wenn es wieder geschieht, werde ich nicht mehr unter euch weilen. Bei Erdbeben und anderen Zeichen, sei es Sonnen- und Mondfinsternis, Stürme, Überschwemmungen, Erdrutsche, ist es Pflicht, sich zu Allah zu bekehren, ihn demütig zu bitten und ihn um Schutz zu flehen, seiner viel zu gedenken und um Vergebung zu bitten. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Sonnenfinsternis sagte, er sagte, wenn ihr das seht, dann flüchtet zu Allahs Gedenken, Bittgebet und Vergebung. Ebenfalls gebührt es sich unter diesen Umständen den Armen und Bedürftigen unter die Arme zu greifen und Barmherzigkeit zu üben. Allah Ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Barmherzigen werden von dem Allerbarmer begnadet. Seid barmherzig zu denen auf Erden, damit euch der im Himmel Barmherzigkeit erweist.
Natürliche Erklärungen für Naturphänomene heben nicht auf, dass es sich um Allahs Beschluss und Bestimmung handelt, verursacht durch bestimmte Gründe gemäß seiner Schöpfung und Fügung. Nur weil ich weiß, wie ein Motor funktioniert, bedeutet das nicht, dass der Designer des Motors nicht mehr notwendig ist und aus der Gleichung ausgeschlossen werden kann. Natürliche Ursachen sind ein Teil von Allahs Fügung, über die er verfügt, wie er will. Denn hinter den Naturgesetzen stehen Allahs Wille und seine Ordnung des Universums. Und das steht nicht im Widerspruch dazu, dass es Zeichen Allahs sind. Von Umar ibn Abdul Aziz wird berichtet, dass als er der Statthalter Medinas war, dass er seinen Vertretern bei Erdbeben befahl, zu spenden und Almosen zu geben. Dies basierend auf die Aussage Allah Ta'alas: Die gläubigen Männer und Frauen sind eines des anderen Schutzherren. Sie gebieten, was recht ist und verbieten, was verwerflich ist. Sie verrichten das Gebet und geben die Abgabe und sie gehorchen Allah und seinem Gesandten. Diese werden von Allahs Barmherzigkeit behandelt werden. Oder mit Allahs Barmherzigkeit behandelt werden. Wahrlich, Allah ist mächtig und weise. Und Allah Ta'ala sagt: Allah wird gewiss dem beistehen, der ihm beisteht. Allah ist wahrlich allmächtig und erhaben. Diejenigen, wenn wir sie auf der Erde mächtig machen, das Gebet verrichten, die Abgabe geben, gebieten, was recht ist und verbieten, was verwerflich ist, und Allah ist der Ausgang aller Dinge. Und Allah Ta'ala sagt: Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und versorgt ihn in einer Weise, die er nicht erwartet hat. Wer auf Allah vertraut, für den genügt er. Die Verse diesbezüglich sind zahlreich und ebenso zahlreich sind die Ahadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sagte: Wer seinem Bruder in einer Angelegenheit hilft, dem hilft Allah in seiner Angelegenheit. Und er sagte: Wer einem Gläubigen eine der Mühsale dieses Lebens abnimmt, dem wird Allah am Tag der Auferstehung eine der Mühsale erleichtern. Und wer einem zahlungsunfähigen Schuldner Aufschub gewährt, dem wird Allah im Diesseits und Jenseits Erleichterung gewähren. Und wer einen Muslim verhüllt, den verhüllt Allah im Diesseits und im Jenseits. Daher, liebe Geschwister, ist es eine Pflicht eines jeden Muslim, sich freiwillig für die Betroffenen dieser Schicksalsschläge einzusetzen. Darin liegt großer Lohn, und wer geizt, der geizt nur gegen sich selbst. Und jeder soll sich nach seinem Vermögen beteiligen. Und die Geschwister der Moschee, der Leitung der Moschee, werden heute Spenden sammeln für die Betroffenen in Marokko und in Libyen.